mutmaßlicher Brandstifter gefasst. Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen im Bereich Coswig hat die Meißner Kriminalpolizei heute Vormittag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 23-Jährige steht im dringenden Verdacht, das Feuer in einem Holzhandel in Coswig gelegt zu haben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird geprüft, ob der Mann für weitere Brände in dem Bereich verantwortlich ist. Der aus Coswig stammende Mann war im Rahmen der Untersuchungen der Ermittlungsgruppe in den Fokus der Kriminalisten geraten. Wird erfahren, dass jemand gefasst worden ist von der, durch die Polizei, durch die Kriminalpolizei, dass es höchstwahrscheinlich kein Feuerwehrmann ist, aber wohl ein Bürger aus Coswig. Und wie hast du die Meldung aufgenommen? Was fühlst du gerade? Oder wie? Ja, ich bin jetzt erstmal erleichtert, dass überhaupt die Ermittlungsarbeit der Polizei Erfolg hatte. Dass es eventuell ja dann vielleicht auch noch andere Sachen damit aufgeklärt werden können, die da in dem Umkreis in den letzten Zeiten gelaufen sind. Und ich halt da eben erleichtert bin, dass es vorwärts geht. Dass es vielleicht auch mal ein Ende gibt von den ganzen Serien. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden wurden zwischenzeitlich Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung und eine Garage sowie ein Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Heute Morgen durchsuchten Kriminalisten unter anderem die Wohnung des 23-Jährigen und nahmen den Mann fest. Der Coswiger wurde heute einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dresden vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen den Mann in Vollzug. Der 23-jährige Coswiger wurde in die JVA Dresden gebracht.